Ja, herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz im Jahr 2019 nach unserem Heimspiel gegen Holstein Kiel vor 4.995 Zuschauern. Endstand am Ende 2:2. Ganz herzlich darf ich die beiden Trainer begrüßen, Ole Werner zu meiner Rechten von unserem Gast und unserem Trainer Uwe Kuschinat. Und selbstverständlich hat der Gast das erste Wort. Ole Werner, bitteschön. Ja, vielen Dank. Hallo. Bei mir und auch bei der Mannschaft herrschen, glaube ich, sehr gemischte Gefühle, was das heutige Spiel angeht. Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden. Ich glaube, gerade in den ersten 20, 25 Minuten, eigentlich auch gerade mit Ball, die Dinge sehr, sehr gut gelöst. Ich würde sagen, wir sind auch zu Recht in Führung gegangen in der Phase. Danach hat der Gegner so die Räume besser gefunden, die sich dann gegen uns heute angeboten haben durch die veränderte Grundordnung. Wir haben dann ja für meinen Geschmack zu tief gestanden, wo ich aber der Mannschaft keinen Vorwurf mache, weil das eher durch die Grundordnung ein bisschen zu begründen ist. Wir haben dennoch das relativ gut verteidigt und haben kurz vor der Halbzeit dann auch noch eine große Chance auf 2-0 zu stellen. Wir haben in der Halbzeit das ein bisschen besprochen, wie wir es besser anlaufen können. Für mein Dafürhalten haben wir das auch getan in der zweiten Halbzeit und dann eben früher die langen Bälle vor allem auch provoziert. Haben nach der Halbzeit eine große Chance durch Janni und haben dann natürlich vogelwilde 70 Sekunden drin, in denen wir uns fast dann um die gesamte Arbeit bringen. Einmal ist es so, dass wir in Unterzahl verteidigen müssen, wo dann der Wechsel nicht schnell vollzogen werden kann und dann einfach eine Unordnung auf dem Platz entsteht. Das kann vielleicht mal passieren. Was nicht passieren darf, ist eben, dass wir dann nach dem Ausgleich sofort den zweiten Treffer auflegen. Und das ist etwas, wo wir drüber gesprochen haben, grundsätzlich nach Veränderung im Spiel eben klar zu agieren. Und es ist uns in der Szene nicht gelungen. Was positiv ist, dass wir zurückgekommen sind, noch den Ausgleich erzielt haben. Und dann mit ein bisschen Glück macht der Leon vielleicht die große Möglichkeit zum 3-2 noch rein. Insgesamt, glaube ich, ist es vom Spielverlauf, von den Spielanteilen her, ein gerechtes Unentschieden. Wir haben hier in der Vergangenheit auch nicht allzu viel mitgenommen. Insofern könnte man vielleicht kann man vielleicht mit ein bisschen Abstand morgen oder übermorgen damit leben. Aktuell ist es so, dass die Enttäuschung schon überwiegt. Nichtsdestotrotz, das war das letzte Spiel in diesem Jahr. Ich glaube, dass wir von der Entwicklung der Mannschaft positiv oder dass wir positiv das bewerten können. Wir haben sicherlich viele Spielverläufe gehabt, aus denen wir mehr hätten mitnehmen können. Und dennoch stimmt mich auch heute die Leistung in Ansätzen sehr positiv, was die Zukunft angeht. Und vor allem muss man sagen, dass wir eine intakte Mannschaft haben. Wir sind jetzt das zweite Mal innerhalb von 7 Tagen nach dem Rückstand zurückgekommen. Und insofern nehmen wir es so, wie es ist. Und von mir frohe Weihnachten, guten Rutsch an euch, erholt euch und dann sehen wir uns im Januar wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Ole Werner. Und ich darf an unseren Trainer Uwe Kuschinat geben. Uwe, bitte, dein Kommentar zum Spiel. Ja, ich bin komplett bei meinem Kollegen. Auch aus unserer Sicht gibt es mit Sicherheit eine relativ hohe Zahl an Argumenten, um mit diesem Ergebnis unzufrieden zu sein. Denn natürlich, wenn du zu Hause 2-1 führst und wenn du in der Phase dann schon die Möglichkeit auch hast, auf 3-1 zu stellen, dann ärgert einen ein Unentschieden am Ende. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch ganz, ganz viele Phasen in diesem Spiel, in denen wir heute unterlegen waren. In der ersten Halbzeit ist es tatsächlich so gewesen, dass diese komplett veränderte Ordnung des Gegners uns schon vor enorme Probleme gestellt hat. Ich denke, Ole hat da jetzt sehr wohlwollend unsere Art des Spiels gesehen. Es war so, dass wir so auf der ersten also im ersten Anlaufen eigentlich überhaupt keinen Zugriff gekriegt haben auf diese Dreierkette und diesen spielstarken Meffert im Zentrum. Vor allen Dingen war das Zusammenspiel der Pärchen, das sich natürlich auf der Basis dieser veränderten Art des Spiels auch komplett ändert, hat uns nicht besonders gut zu Gesicht gestanden. Da muss man ganz klar sagen, dass wir in vielen Situationen einfach dem Spielgeschehen hinterhergelaufen sind, dass wir viel zu viel Aufwand betreiben mussten, um den Ball überhaupt zurückzugewinnen. Das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet und im Grunde genommen waren wir dann wirklich nur in der Lage, zu eigenen Torschancen zu kommen, entweder aus Fehlern des Gegners heraus oder aber aus Standardsituationen. Nichtsdestotrotz gab es Möglichkeiten und ganz, ganz wichtig war, dass wir logischerweise nicht 0-2 hinten gelegen haben. Dann ist es tatsächlich so, dass wir heute extrem begünstigt waren von dieser kurzfristigen Überzahl. In Karlsruhe haben wir mal ein Gegentor kassiert. Genau aus so einer Situation, wo man kurzfristig in der Unterzahl ist, weil ein verletzter Spieler noch draußen ist, man nicht schnell genug wechseln kann. Heute haben wir davon profitiert, haben den Ausgleich gemacht, haben sofort nachgesetzt und ich glaube, in der Phase lag dann eher das 3-1 in der Luft, denn der Ausgleich. Auf der anderen Seite müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir beim Ausgleichstreffer einfach zu offen gestanden haben.
Trotz alledem finde ich, spricht es für die Mannschaft, dass sie wirklich bis in die letzte Sekunde alles in die Waagschale geworfen hat, um den Menschen heute ihren Heimsieg zu schenken zum Abschluss des Jahres. Ich glaube, da waren wir wirklich einige Male sehr, sehr nah dran, haben unheimlich viel investiert. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch gemerkt, dass die Saison sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Ich glaube, beide Mannschaften sind gegen Ende wirklich so auf der letzten Rille gelaufen, haben sich unheimlich bekämpft. Am Ende müssen wir mit diesem 2:2 leben. Ich denke, es drückt auch so ein Stück weit die Kräfteverhältnisse von Holstein Kiel und uns aus. Wir haben nicht umsonst jetzt zweimal unentschieden gegeneinander gespielt, stehen wahnsinnig nah beieinander. Und um das dann einfach auch mal in die richtige Ordnung zu bringen, und das ist dann ein Spiel eines letztjährigen Aufstiegskandidaten gegen eine Mannschaft, die am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft hat. Und ich weiß, Holstein Kiel bewundere ich aufgrund ihrer Art, bewundere ich aufgrund der Qualität dieser Mannschaft. Und deswegen, glaube ich, spricht es für die Entwicklung der Mannschaft in diesem Jahr, dass wir uns da irgendwo auf Augenhöhe bewegen, sowohl tabellarisch als auch in diesen beiden Spielen. Und das, glaube ich, sagt eine ganze Menge über die Entwicklung meiner Mannschaft aus. Vielen Dank. Dankeschön, Uwe. Dann kommen wir gerne zu Ihren Fragen. Wolfgang Brück, Rhein-Neckar-Zeitung. Herr Kuschinat, was hat Sie bewogen, den Vertrag zu verlängern bis 2022? Gibt es unterschiedlichste Gründe. Das eine ist natürlich immer der emotionale Faktor, den kann man nicht beiseite schieben. Und wir haben in der letzten Saison aus einer schier ausweglosen Situation gemeinsam hier den Klassenerhalt geschafft mit einer wahnsinnig starken Rückrunde. Daraus hat sich natürlich eine Beziehung auch zur Mannschaft entwickelt, die mir gezeigt hat, ich kann eben auch einen von jemand anderem zusammengestellten Kader trainieren und emotionalisieren, hinter mich bringen. Der zweite Faktor, den man ganz, ganz weit nach vorne schieben muss in der Begründung, ist mein unfassbar tolles Trainerteam, überhaupt der ganze Staff. Auch das waren logischerweise unbekannte Menschen für mich, denn ich bin ja von Köln aus alleine hergekommen. Und trotzdem hat es nicht lange gedauert, um wirklich da eine verschworene Einheit zu bilden, ganz, ganz viel Vertrauen zu bilden. Das ist für die Zukunft natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und darüber hinaus sehe ich einfach die tolle Entwicklung. Der Kader hat sehr, sehr stark die Handschrift von Mikael Kabatscha und mir. Wir haben, glaube ich, auch in dieser Hinrunde wirklich dafür gesorgt, zum einen so eine gewisse Kontinuität in die Leistung zu bringen, zum anderen die Menschen hier absolut zu begeistern. Die nehmen uns ab, dass wir wirklich hier alles rausschießen. Und ich sehe uns derzeit auf dem Weg Richtung einstelliger Tabellenplatz. Das ist eine unheimliche Stabilisierung, wenn ich das letzte Jahr zum Anlass nehme. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir in diesem Jahr tatsächlich eine sorgenfreie Saison spielen können. Das ist ein wahnsinniger Schritt nach vorne, wenn man das letzte Jahr sieht. Und darüber hinaus macht es einfach wahnsinnig Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Da sind einige Jungs dabei, die eben auch nicht nur für diese Saison Vertrag haben, sondern die sich zum SV Sandhausen bekannt haben. Und deswegen finde ich es dann folgerichtig, wenn man sich wohlfühlt, wenn man Lust auf diese Mannschaft hat, wenn man noch Potenzial nach oben sieht, dass man weiter hier in Sandhausen arbeiten möchte. Wolfgang Brück nochmal. Können Sie in groben Zügen umreißen, was Sie in den nächsten 2,5 Jahren vorhaben? Ja, was ganz, möglich ist mit dem ja, das ist mit ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Also in diesem Jahr möchte ich tatsächlich diese Sorgenfreiheit, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, bis zum 34. Spieltag durchziehen. Ich glaube, wenn man sich die zweite Liga, die Qualität, aber auch die Vereine, die derzeit hinter uns stehen, anschaut, dann wäre das eine Riesenleistung. Darüber hinaus haben sich einige Leistungsträger ja tatsächlich auch bekannt, hier langfristig zusammenzuarbeiten. Deswegen glaube ich, habe ich ein fantastisches Gerüst. Um dieses Gerüst herum gilt es, junge Spieler weiterzuentwickeln und mit intelligenten Transfers die Mannschaft immer weiter nach vorne zu bringen. Und deswegen ist es ganz klar mein Ziel, innerhalb der 2 Jahre den SV Sandhausen zu einem der besten 25 Vereine Deutschlands zu machen. Und das ist, glaube ich, wenn man sich die Möglichkeiten hier anschaut, eine unglaublich große Herausforderung, aber etwas, was mich wahnsinnig reizt. Und dem stehe ich sehr, sehr positiv gegenüber. Sie haben sich lobend über Ihr Trainerteam geäußert. Kann man davon ausgehen, dass die Kollegen Istunat, Klebinger, Kabaka, was alles dazugehört, dass sie ihrem Schritt folgen werden? Ich hoffe, dass sie Lust auf eine weitere Zusammenarbeit mit mir haben. Wenn es nach mir geht, weiß der Verein, dass ich das sehr begrüßen würde, ja. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann wünsche ich Ihnen allen, auch im Namen des SV Sandhausen, ein schönes, friedvolles Weihnachtsfest.
einen guten Start ins neue Jahr 2020 und dann freuen wir uns, wenn wir uns wiedersehen, spätestens am 7.2. zum Heimspiel gegen Heidenheim. Bis dahin, Ihnen alles Gute, unseren Gästen eine gute Heimfahrt und auch eine gute Zeit. Bis dann, tschüss.